Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Big Time Monkey. Ja, wie es scheint, haben wir alle unsere Items wieder und ich nehme erstmal die Schere. Kronleuchter. Kann ich den mit der Schere abschneiden? Und dann? Fällt da runter. Und Nee. dann? Kiste. Kann ich die Kiste irgendwie nehmen? Oder Kiste benutzen? Ich will nicht mehr zurück in die Kiste. Ach so. Barrett, aber nee, können wir nicht noch irgendwie mal runter wieder? Nö, geht anscheinend nicht. Dann nehmen wir doch gleich mal das Barrett. Hüte stehen mir nicht. Oh. Dann Nicht mein Herrenperücke. Stil. Damenperücke? Ja, die nimmt er. Spiegel. Gucken in Spiegel. Was für ein hübsches Äffchen. Oh, wie süß. Spiegel, da Was für reingucken. ein hübsches Äffchen. Kann ich Trockenhaube benutzen? Stimmt nicht. Okay, dann nicht. Poster. Kann ich mir so ein Poster nehmen? Was soll ich damit? Keine Ahnung. Dann gehen wir auf die Straße. Halt! Oh nein! Ich habe sie verpasst. Wie soll ich jetzt meine Brüder finden? Da ist doch so ein Zettel weggeflogen. Angucken, Flyer. Bewirbt für eine Müsli-Firma. Ökorn, der frugane Frühstücksgenuss. Steht keine Adresse drauf. Vermissten anzeigen. Nein, es wäre gemein, sie abzureißen. Salonschild. Nee, ich möchte mir mal die Vermisstenanzeigen ansehen. Oh, da geht's Morle also noch weiter. vermisst. Habt ihr meine Katze gesehen? Okay. Wer sie zurückbringt, kriegt 5 Euro. Das war ein kleines Kind. Schnecke. Kann ich die benutzen? Die Schnecke. Ich will lieber die Rakete. Okay, dann reden wir doch mal mit dem Mädchen. Hallo, du! Verpiss dich, du Missgeburt. Das ist meine Rakete. Du kannst die Schnecke haben. Ich will die Schnecke aber nicht. Dann heul doch. Hör mal, Fräulein. Das mache ich nicht. Warum nicht? Schwierig. Dann gibt er die Perücke. Los. Macht ein Und Kompliment. dann? Das mache ich nicht. Ma. Beguck die Ein doch mal. Fall für die Supernanny. Ja, klar. Seil, kann ich das durchschneiden? Schnipp, schnapp. Cool, jetzt kann ich das Seil bestimmt nehmen. Geil. Schere. Nein. Kanalisation wäre es da und schauen wir mal die Stadt an. Willkommen im Großstadtdschungel. Aha. Gehen wir aber jetzt mal wieder in die Kanalisation. Yay! Die beste Szene. Spielplatz. Hier, Straßenecke. Der kennt doch mit Sicherheit Ökorn. Ich glaube, da hat er sogar gearbeitet. Abgefahren. Ein alter Flyer aus unserer Müsli-Fabrik. Ja. Kannst du mir sagen, wie ich dorthin komme? Aber klar, Bruder. Ich zeichne es dir auf deinen Plan ein. Ach so, jetzt hat das mir auf den Plan da eingezeichnet hier. Auf den Toilettenplan. Ah, da unten ist doch die Fabrik und ich musste einmal kurz niesen. Macht aber nichts. Das sieht schon mal gefährlich aus. Erstmal speichern. So, Kanalisation. Kann man hier irgendwie was? Lastwagen. Wasserhahn aufdrehen. Wassermarsch. Hat ja jetzt viel gebracht. Lastwagen anschauen. So eine Klapperkiste.
benutzen. Dafür ist kein Platz im Inventar. Hallo, Bus. Sicherheitssystem. Es ist festgemacht. Ansehen. Wenn Frau Dr. Dröge solche Vorkehrungen trifft, muss sie etwas zu verbergen haben. Kamera anschauen. Wenn Frau Dr. Dröge... Ja. Zwecklos. Zwecklos. Das mache ich nicht. Benutze... Schwierig. Das mache ich nicht. Ma, irgendwann muss er doch nehmen. Das passt nicht. Schade, die Brille. Nö. Schwierig. Nö. Ach, die hatte ich ja schon. Und jetzt das Seil. Nö. Seil an den Wasserhahn binden. Das mache ich nicht. Oh, super. Wasserhahn einfach ganz Wasser normal benutzen. Marsch. Ist ja viel da. Wunderbar. Vielleicht jetzt? Nee. So eine Klapperkiste. Ansehen, Sicherheitssystem, Leseoberfläche. Wenn Frau Doktor drückt, muss sie. Ja. Es ist festgemacht. Benutzen. Schönen guten Tag, potenzieller Eindringling. Sie befinden sich auf Privatgelände. Bitte identifizieren Sie sich. Wie geht das denn? Zu Ihrer Identifizierung überprüft das System Ihren Fingerabdruck sowie Ihre charakteristischen Körpermerkmale. Du hast eine schöne Stimme. Wie heißt du? Ich bin die Lise, die Lebewesen Identifizierungs- und Sicherheitseinheit. Die Lise. Lise. Die Lise. Und dann? Zwecklos. Okay, irgendwie glaube ich, müssen wir uns verkleiden. Super Idee. Aber irgendwie passt das noch nicht. Ansehen, Perücke. Sie erinnert mich an die Frisur einer gewissen Wissenschaftlerin. Ja, das meine ich auch, aber wie kann ich die benutzen? Komisch. Ein Muss für jeden Bücherwurm. Leseoberfläche. Lise, überprüfe meinen Fingerabdruck. Bitte führen Sie Ihren Finger an die Leseoberfläche. Fingerabdruck wird überprüft. Bitte warten. Primat erkannt. Kein Zutritt gewährt. Achtung, Selbstschussanlage wird entsichert. Verlassen Sie bitte den Eingangsbereich. Einen schönen Tag noch. Wahrscheinlich lässt das Sicherheitssystem nur Frau Dr. Dröge rein. Das mache ich nicht. Das passt nicht. Ich glaube mal... Super Idee, aber irgendwie passt das noch nicht. Das passt nicht. Das mache ich nicht. Komisch. Vielleicht müssen wir nochmal in die... Dingenswummens ins Labor. Mal schauen, ob da ein Bild von der hängt. Damit wir uns so verkleiden können, wie die war. Ich glaube, mit der Perücke können wir uns verkleiden. Oh, mal kurz am Ohr kratzen. Oh. Geil. Labor. Tür öffnen. Verschlossen. Es muss einen anderen Weg hier rausgeben. Ja, den habe ich ja schon gesehen. Nee. Reden mit Chris. Keine Zeit zum Plaudern. Ma. Hier, ins Klo gehen. Und ab in die Kanalisation. Nee, dann war es nicht. Ich glaube, ich gehe nochmal in die Hintergasse G13. Nee, das war ja beim Spielplatz. Der Friseurladen.
Friseursalon. Kommt man hier nicht noch irgendwo runter wieder? Finde ich ganz schön. Wenn ich hier noch irgendwo... Naja, dann gucken wir nochmal das Barett. Eine gute Möglichkeit, das kahle Soldatenhaupt zu verbergen. Aha. Modell Flattop, genau das Richtige für den modebewussten Offizier von heute. Genau, ganz sicher. Bestimmt nicht. Kronleuchter. Er verleiht dem Raum eine gewisse Eleganz. Aha, naja, ich glaube, hier ist auch nichts mehr so weit. Stehe ich schon wieder hier auf dem Schlauch. Nochmal in die Kanalisation. Und dann nochmal zur Straßenecke und mal mit, wo habe ich es denn da, mit dem Kerl hier reden. Was macht der Kosmos? Hey. Peace out. Peace, Bruder. Supermarkt. Vielleicht kann man hier mittlerweile noch was machen. Kleberoller. Dieses Gerät benutzt man zum Abrollen von Klebeband. Die Kassiererin ist echt noch mein Lieblingsding hier. Kann ich mir das echt nicht irgendwie nehmen? Nimm deine Finger weg, ey, sonst bin ich wieder schuld. Zwecklos. Ah, scheiße, immer. Ich hasse es, wenn ich so auf dem Schlauch stehe und nichts weiß. So, dann nochmal zur Fabrik. Lastwagen. Kann man also trinken. Volle Kaffeetasse. Das mache ich nicht. Schade, ich dachte. Schwierig. Oh, was soll ich denn machen? Lastwagen. Das passt nicht. Schade. Wasserhahn. Das hatte ich schon ausprobiert. Und dann? Vielleicht oben an die Kamera. Das passt nicht. Da müssen wir, glaube ich, irgendwie den... Fingerabdruck von der Frau Dr. Dröge bekommen. Ist hier noch irgendwo was außer Kanalisation? Nee. Dafür ist kein Platz im Inventar. Ja, aber das ist jetzt echt kacke, ist das. Gehen wir nochmal zurück in die Kanalisation. Boah, ich glaube, ich gehe nochmal ins Büro von der Dr. Dröge. Hier war ja auch nichts. Ich komme nicht ran. Nochmal im Labor gucken. Kontrollraum. Vielleicht haben wir hier noch was. Nee. Ah, vielleicht kriege ich noch eine Zigarette von der.